Sünde und Schuld, das größte Problem der Menschheit. Wir verdrängen es, schieben es von uns weg, kehren es unter den Teppich, schließen unsere Augen davor, reden es klein. Der Umgang mit Schuld, ein Problem, mit dem man lernen muss zu leben, oder ein Problem, mit dem man lernen kann zu handeln, um das zu erleben, was wir uns alle wünschen, befreit leben. Dankeschön. Wow, yes. Richtig klasse, euch da zu haben. Super, dass ihr Stimmung mitgebracht habt. Das ist immer gut, ja. Hey, welcome auch, wenn ihr online mit dabei seid. Es ist genial, euch mit dabei zu haben. Befreit Leben ist unsere neue Serie, ja. Die wird uns auch im ganzen Oktober begleiten. Die wird den ganzen Oktober füllen. Und wie schon im Teaser zu hören war, wir werden drüber nachdenken und drüber reden, wie kann man gut und gelingend mit Schuld umgehen. Wie handhabt man das, dieses Thema Schuld oder dieses Thema auch Sünde? Ja? Weil die Realität ist, jeder von uns wurde schon schuldig an anderen und andere wurden schon schuldig an uns. Fakt ist auch, wir alle haben schon verletzt und wir alle wurden schon verletzt. Ja? Und wie geht man jetzt damit richtig um? Ja? Wie macht man das richtig? Weil nicht unbedingt hat man uns das gut beigebracht, ja. In der Schule gab es kein Fach dafür, das hat man einem noch nicht gezeigt. Die Eltern haben es einem auch nicht unbedingt gelingend beigebracht. Wie geht man gut und sauber mit Schuld um? Wie macht man so etwas, ja? Und oftmals haben wir als Menschen die Tendenz, wenn was war, manchmal machen wir es kleiner, indem wir es verharmlosen und sagen, ja komm, Schwamm drüber, war nicht so schlimm. Dabei war es tatsächlich vielleicht schlimm. Wir machen es kleiner, als es war, anstatt es beim Namen zu nennen und zu sagen, ja, es war verkehrt. Ja, oder was wir manchmal auch machen, wir tragen die Schuld jemandem anderen ständig hinterher. Es beschäftigt uns die ganze Zeit. Was es auch gibt, wir tragen Schuld die ganze Zeit mit uns rum. Unsere eigene Zeit. Also es gibt viele Tendenzen, mit Schuld umzugehen, ja. Aber wenn wir so damit umgehen, wie gerade beschrieben, ja, werden wir nie das erleben, was wir uns als Menschen wünschen. Und wir werden nie das erleben, was Gott sich für dich als Mensch wünscht, nämlich, dass du befreit leben kannst. Das ist das, was Gott sich wünscht für dein Leben. Und deswegen reden wir einfach drüber. So, Sünde, das war auch ein Wort, was wir im Teaser gehört haben. Ja, und Sünde ist auch ein krasses Wort eigentlich. Ja, jeder verbindet auch was anderes damit, ja. Der eine denkt bei diesem Wort Sünde vielleicht einfach an Straßenverkehr, ja. Und der denkt einfach an den Verkehrssünder, ja. Jemand, der zu schnell gefahren ist, ja. Jemand, der dir die Vorfahrt genommen hat, ja, der Verkehrssünder. Den kennt man in Deutschland, ja. Gibt's Punkte in Flensburg. Was es auch gibt, ja, wohin man schnell bei dem Begriff Sünde denken kann, ist zum Beispiel die süße Versuchung, ja. Hier so. Schokoladensünde. Das denken manche Leute, oh ja, das letzte Stück Kuchen beim Kaffeekränzchen, das ist dann noch die Sünde gewesen. Ja, das ist ganz weirde Sachen, wo die Leute in irgendwelche Richtungen denken. Ja, so der Begriff Sünde ist ganz schnell auch verwaschen oder auch missverstanden. In unserer Gesellschaft kann Sünde auch, steht manchmal synonym schon für Spaß. Es steht synonym für Spaß, ja, wo man nicht mehr die Wirkung, die Heftigkeit, die Sünde hinterlässt, einfach erkennt, sondern man sagt sich so, hey, Sünde ist halt, ist was Reizvolles, ist ein Abenteuer, ohne Konsequenzen. So, das ist oft, was man dann auch damit verbindet. Sünde ist nicht schlimm, das ist, was viele denken. Aber die Realität ist, Sünde wirkt immer zerstörerisch. Sünde macht immer Dinge kaputt. Es ist sogar so, dass alles an Schaden in dieser Welt kam und kommt durch Sünde. Alles an Schaden. So, Sünde, bei dem Begriff denkt man auch ganz oft daran, das ist etwas, was man macht. Sünde ist etwas, das man tut. Ja. Aber das ist nicht alles, was Sünde ausmacht. Das stimmt, aber es ist nicht alles. Und das erste Mal, dass dieses Wort in der Bibel vorkommt, das ist schon in den ersten Seiten in der Bibel, nämlich im 1. Mose in Kapitel 4, dort taucht dieses Wort Sünde zum ersten Mal auf.
Und wann immer ein Wort zum ersten Mal auftaucht in der Bibel, ist es gut, es genau hinzuschauen, in welchem Kontext, wie wird es beschrieben. Weil wenn es das erste Mal kommt, ist es jetzt wie den Maßstab, ja, wie so die Messlatte, den Standard, was dieses Wort mit sich bringt. Und so das erste Mal, dass dieses Wort Sünde erscheint, ist in dem Kontext, da denkt Kain, Sohn von Adam und Eva, er denkt darüber nach, seinem Bruder, den Abel, aus Neid und Eifersucht zu ermorden und umzubringen. Und in diesen Kontext hinein spricht Gott zu Kain und das Wort Sünde taucht zum ersten Mal auf. Und da haben wir auch eine gute Definition, was Sünde auch noch ist. Ich lese uns das mal vor. Da spricht Gott zu Kain und sagt, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche sie. Das ist das erste Mal, dass dieses Wort auftaucht. Ja? Und hier sieht man, Sünde ist nicht nur etwas, was man tut, sondern hier spricht Gott über Sünde und sagt, die Sünde, sie lauert vor der Tür deines Herzens. Und sie hat eine Absicht, sie hat ein konkretes Ziel, und es ist, dich zu Fall zu bringen. Dein Leben zu zerstören und dein Leben kaputt zu machen. Und Gott kommt mit dieser Ermutigung an Kain hin. Ja? Und er sagt zu ihm, er sagt es auch zu uns, er sagt, du aber beherrsche sie. Er sagt so, hey, fall nicht drauf rein, lass dich nicht um Finger wickeln von ihr. Ja? Am Anfang scheint Sünde oftmals reizvoll, auch gar nicht schlimm, gar nicht so tragisch, nur so ein bisschen. Und es führt immer zu Zerstörung. Und das muss man einfach wissen. Ich finde es stark, diese Bildsprache, die Bibel hier auch benutzt und sagt, Sünde lauert. Die wartet nicht nur, die lauert. Das ist was Fieses, das ist was Bösartiges, eine Absicht, die dahinter steckt, dein Leben kaputt zu machen. Sondern unser Job ist einfach, uns das auch anzuschauen. Und so wie Gott sagt, hey, steh du drüber, sei du Boss in deinem Leben, beherrsche diese Dinge. Das Thema Schuld und Sünde ist echt ein spannendes Thema. Wie ich 15 Jahre alt war, 15, 16, da ging ich wie gewohnt jeden Nachmittag auf den Schulhof und hat man sich dann mit den Kollegen getroffen, hat einen Mittag geplant oder den Mittag dort einfach zusammen verbracht. Und an einem Nachmittag hat einer meiner Freunde so von einem Film erzählt, so einem Blockbuster, den er sich gestern angeschaut hat. Und dann erzählt er von diesem Film und dann rückt er mit dem Titel raus. Und der Titel packt mich echt immer noch. Er rückt mit dem Titel raus und sagt, der Film, den ich gestern geschaut habe, der heißt Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Das ist der Titel von diesem Film. Ja. Jetzt bin ich nicht heimgegangen, obwohl mich der Titel wirklich interessiert hat, weil du hörst den Titel und du denkst dir, ich will auch wissen, was er letzten Sommer getan hat. Ja, aber da das so ein Horror-Splatter-Film ist, ja, und es nicht so meine Liga ist und ich mir so Sachen nicht anschaue, bin ich da nicht heimgegangen, habe mir den angeschaut, aber der Titel, den finde ich nach wie vor spannend. Der löst so viel aus, der bringt so viel zum Ausdruck. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ich habe Tanja dann gefragt, hey, was löst dieser Titel bei dir aus? Und das Erste, was sie gesagt hat, war, ja, Schuldgefühle. So, ja, irgendjemand weiß was. Und so ist es auch echt bei mir, wenn ich mir so überlege, ich höre diesen Titel. Das Erste, was ich mache, ist, was war letzten Sommer? Habe ich irgendwas gemacht? War irgendwas? Und ich weiß es vielleicht selber nicht, aber jemand anderes weiß es. Es gab in der Schule immer manchmal, hat man so Aufsätze zu schreiben über einen Satz oder über ein Bild. Und ich hätte mal richtig Lust, einfach mir Zeit zu nehmen, was mir alles einfällt zu diesem Filmtitel hier. Ja? Ich habe mir sogar überlegt, eine Slido-Umfrage wäre irgendwie witzig. Ja? Was löst dieser Titel bei dir aus? Und dann mal schauen, was wir zusammentragen. Aber du kannst ja einfach für dich jetzt mal überlegen, was löst der Titel bei dir aus? Und etwas, was es wirklich auslöst, hat mit Schuld zu tun. Ja? Und der Titel drückt einfach auch aus, ja, wie wir oft mit Schuld umgehen. Da war was, aber niemand soll es wissen. Ich verdränge es, ich verstecke es. Und dann kommt dieses Erwachen. Wow, ey, eigentlich bin ich davon ausgegangen, niemand hat es mitgekriegt. Aber jetzt gibt es da eine. Und er, sie weiß, was letzten Sommer war. Und das bringt alles dieser Titel mit sich. Und es zeigt auch diesen Klassiker von uns Menschen, wie wir mit Schuld umgehen.
Weil wenn da Schuld in unserem Leben ist, das Erste, was wir damit tun, ist, wir verstecken es. Wir wollen es verdrängen. Wir sehen es schon ganz am Anfang in der Bibel bei Adam und bei Eva, wie sie diesen Fehler machen und gegen Gott sündigen. Ihre erste Tendenz ist, sie verstecken sich, verbergen es. Nur die Sache ist nur so, wenn wir so mit Schuld umgehen, wie viele andere auch, wenn wir es einfach verdrängen, klein machen, nicht ernst nehmen, dann wird unser Leben schwerer und schwerer und schwerer. Es wird immer unfreier. Und das, was eben passieren sollte, was Gott sich auch wünscht, findet nicht statt, nämlich dass wir befreit leben können. Und zusammengefasst kann man einfach sagen, verdrängen macht krank. Verdrängen macht krank, aber bekennen macht heil. Bekennen ist so eine gute Sache. Wenn wir es verdrängen, gehen Sachen nur kaputt. Und Gott hat so viele geniale Lösungen für uns, wie wir mit Schuld umgehen können. Egal, ob du an anderen schuldig wurdest, egal, ob du verletzt wurdest, wir können Werkzeuge finden, die Gott uns bereitstellt, wie wir gut damit umgehen können, wie wir in Freiheit kommen können. Und mein Wunsch für dich ist wirklich, hey, komm diese Serie und zieh sie durch. Mein Wunsch ist wirklich, komm jeden Sonntag dazu und nimm die Sachen mit, weil heute ist einfach mal ein Start. Und in 30 Minuten kann man niemals all das sagen, was es zu diesem Thema gibt. Und uns ist es auch total wichtig, ja, da gibt es so viele Unterthemen. Uns ist es wichtig, dass, ich glaube, jedes Unterthema hat es verdient, einen eigenen Sonntag zu bekommen. Ich glaube, du und dein Leben haben es verdient, ja, dass diese Themen Sonntag für Sonntag einfach genauer angeschaut werden, damit du Tools bekommst, die in Freiheit führen. Das bedeutet, heute ist einfach mal ein breiter Pinselstrich. Heute ist einfach mal aufreißen. Heute ist einfach mal dieses Thema aufrollen. Das bedeutet, auch heute muss nicht alles fertig werden. Ja? Und Gott arbeitet mit uns prozesshaft. Wir sind halt so eine Instant-Gesellschaft. Ja? Du drückst einen Knopf und es kommt halt raus, was du gewohnt bist, was rauskommt. Du drückst einen Knopf, dein Kaffee ist da, du schiebst eine Pizza rein, drehst zwei Knöpfe und dann zack, hast du eine Pizza da. Ja? Aber dieser Weg in Freiheit hinein, ja, das ist ein Prozess. Deswegen, hey, erwarte viel von heute, aber erwarte nicht alles. Aber erwarte viel von dieser Serie. Erwarte, dass viel passieren kann in diesem Monat Oktober. Wenn du die Sachen einfach mitnimmst und dir anschaust. So mein Wunsch ist wirklich, hey, komm die nächsten Sonntage dazu. Wir wollen uns das genauer anschauen. Wie werde ich schmerzlos? Wie kriege ich das von der Pelle, wenn ich verletzt wurde? Wie kann das ausschauen? Wenn ich betrogen wurde, hintergangen wurde, wie gehe ich mit sowas um, dass es mich nicht mehr beschäftigt, dass es mein Leben nicht mehr bremst? Oder auch wenn du jemand bist, und meistens sind wir ja beides, wir sind sowohl Täter als auch Opfer, wie gehe ich dann damit um, ja, wenn ich schuldig an anderen geworden bin und hast das Gefühl, ich kann mir nicht vergeben? Ja, wie wirst du da frei? Das sind alles Themen, die wollen wir uns Stück für Stück anschauen. Ja, und das ist das wichtigste Thema überhaupt, weil es hat mit Menschen zu tun. Und Menschen, ja, das ist das Wichtigste, was wir um uns herum haben. Ich habe mich einfach auch nochmal daran erinnert, ich bin so froh über die Geschichte, die Gott mit mir geschrieben hat in Bezug auf meinen Vater. Was da heil geworden ist in den letzten 20 Jahren, ich bin einfach nur dankbar. Und es hat voll viel mit mir zu tun. Mein Vater hat sich immer bemüht, er hat immer geguckt, dass es passt, ja. Und ich habe gestern mit einem anderen Vater gesprochen, der hat über seinen Sohn geredet und über seinen Wandel. Und dieser Vater hat gestern über seinen Sohn gesagt, Demut war nicht so die Stärke von meinem Sohn. Ja? Und ähnlich bei mir. Demut war nicht meine Stärke und darum gab es so viele Konflikte mit meinem Dad. Aber wie ich anfing, mit Gott zu leben, habe ich gemerkt, wie er da Schritte mit mir geht. Und das sind die wichtigsten Sachen. Ja, oftmals leben wir und denken, ja, es kommt immer noch ein weiterer Tag. Aber das wissen wir einfach nicht. Und so Beziehungen zu klären, auch dein Leben zu klären, was war, ist einfach so basic, das anzuschauen und da reinzugehen. Und deswegen hat, glaube ich, jeder Sonntag echt so ein Thema verdient. Weißt, vielleicht bist du heute auch zum ersten Mal hier in diesen Räumen, vielleicht zum ersten Mal online mit am Start und mit dabei. Und da haben wir einfach auch eine unterschiedliche Vergangenheit. Vielleicht bist du hier und du hast aktuell auch noch gar nicht so eine Beziehung zu Gott durch Jesus. Vielleicht fehlt die noch.
Aber dieses Thema trifft dich total, weil du kennst es, verletzt worden zu sein. Oder du kennst es, Schuld mit dir rumzutragen. Und du suchst eine Lösung. Und da möchte ich dir echt sagen, hey, die gibt es. Da gibt es Lösungen und die sind auch gar nicht so schwer, sondern man kann Schritt für Schritt in diese Freiheit hineinkommen. Vielleicht bist du auch jemand, du denkst, Schuld, Sünde, komm, war schon immer da, ist halt so. Vielleicht verharmlost du die Sachen eben, denkst, so tragisch ist es doch gar nicht. Und da möchte ich dich echt einladen, einfach auch mal in diese Welt zu schauen und dass du dich fragst, warum ist diese Welt da draußen dann so kaputt? Warum ist sie so sehr kaputt? Und woher kommt das? Woher kommt das dann? Dass wir diese Dinge auch einfach ernst nehmen. Dann was anderes, was ich beobachte, so die letzten Wochen und Monate, und ist etwas, was mir total gut gefällt, ist, dass immer unterschiedliche Leute, unterschiedliche Gesichter hier sind. Und ist einfach total schön, ja? Und vielleicht bist du auch hier einfach auf der Suche nach einem neuen geistlichen Zuhause, bist auf der Suche nach einer Kirche, auch nach einer neuen Kirche. Und wenn dem so ist, möchte ich dir echt sagen, hey, willkommen hier. Ich würde es lieben, wenn du hier dein Zuhause findest. Aber gleichzeitig ist es auch einfach so, gell, hey, Kirche ist keine Firma. Kirche ist keine Organisation, die man zum Perfektionismus treibt, sondern Kirche ist ein Organismus, was bedeutet, Kirche besteht aus Menschen. Und weil Menschen nicht perfekt sind, wird es die Kirche nie sein. Es wäre eine Utopie, ja. Die Suche nach der besten, richtigen Kirche, die gibt es nicht. Die Kirche ist auch nicht wie im Restaurant sitzen und mal durch die Speisekarte gucken, was nehme ich heute. Ja. Kirche ist Family, das heißt, du hörst auch von Gott und gehst dann einen Schritt, wenn du merkst, so, er will dich pflanzen. So heißt es auch in der Bibel einfach, die gepflanzt sind im Hause des Herrn. Ja. Nicht die Hopsen von Haus zu Herrn, zu Haus des Herrn. Nee, die gepflanzt sind. Ja, und so, ich würde es echt lieben, du findest hier dein geistiges Zuhause. Und was wir gemeinsam tun können, ja, bei all dem, was passiert, an den Fehlern, die wir tun, was wir darin tun können, ist, wir können gemeinsam lernen, gut mit Schuld und gut mit Fehlern umzugehen. Das können wir gemeinsam machen. Wie gehen wir um, wenn Dinge schief laufen? Nicht, falls Dinge schief laufen, wenn Dinge schief laufen. Weil es ist einfach so, ja. Manchmal auch total unbeabsichtigt. Und ich glaube, hey, da draußen ist eine Welt, was wäre das für eine Story, wenn andere uns herum sehen, boah, die Kirche kriegt was gebacken, was wir nicht gebacken kriegen. Und die wollen das lernen, die wollen das sehen. Hey, und wir können das zusammen. Wir können das zusammen entdecken und gut lernen, wie man mit Schuld umgeht. So, ich habe euch noch gar nicht meinen Titel verraten für heute Mittag, ja. Und tatsächlich mache ich das echt voll ungern, mit einem Titel zu starten. Ich lasse mir da gern Zeit und baue das so ein bisschen auf. Und tatsächlich habe ich darüber nachgedacht, es wäre einfach ein richtig cooler Titel, auch für YouTube, ja, diese Predigt einfach zu nennen, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Hätte ich schon gefeiert, ja. Und dann nächsten Sonntag könnten wir drüber reden, ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast. Aber der Titel für heute ist kein Filmtitel, ist eher eine Frage, und zwar folgende Frage. Was ist das größte Problem der Menschheit? Das ist die Frage und der Titel zu dieser Predigt. Was ist das größte Problem der Menschheit? Weil wenn wir uns die Menschheit anschauen, dann haben wir sehen wir viele Probleme. Ja? Es sind etliche Probleme. Und dann könnte man denken, ja, größte Problem der Menschheit, vielleicht ist es Corona. Andere sagen, das größte Problem der Menschheit ist das Klima. Was ist das größte Problem? Weil wir haben viele, wir haben ökologische Probleme. Die Sache ist die, als Gott auf die Erde geschaut hat, um das Problem der Menschheit zu identifizieren, sah er ein ganz, ganz anderes Problem, als wir oft sehen. Ich meine, schau, wir haben in dieser Welt, wir haben psychische Probleme. Aber Gott schickte uns keinen Psychologen, obwohl es ein Problem ist. Wir haben politische Probleme. Aber Gott schickte keinen Politiker. Wir haben ein Kriminalitätsproblem. Gott schickte keinen Polizisten. Dann haben wir ein Gerechtigkeitsproblem. Aber Gott schickte keinen Richter.
sondern es schickte einen Retter. Einen Retter, weil er gesehen hat, das größte Problem der Menschheit ist Sünde und Schuld. Das ist die Wurzel, von da geht alles aus. Und deswegen kam Jesus, jemand, der ohne Schuld gelebt hat. Jemand, der ohne Sünde und Schuld leben konnte. Und damit hat er Plus auf dem Konto, um das Minus auszugleichen, um die Schuld rauszuräumen, die es in unserem Leben gibt. So, das heißt, ey, das Problem ist Sünde und die Lösung ist Jesus. Das Problem ist Sünde, die Lösung ist Jesus. Ja? Und wenn du das alleine heute mal mitnimmst, das reicht schon mal. Dass du weißt, auch egal was in deinem Leben gerade läuft, was in deinem Leben lief, was Schuld angeht, was Sünde angeht, du darfst wissen, es gibt eine Lösung und sie heißt Jesus. Es gibt eine Lösung und es ist eine Person. Es ist nicht so sehr etwas, was du jetzt machst, sondern was er für dich getan hat. Und das ist was Starkes. Die Bibel benennt es so, dass Jesus kam und hat unsere Schuld ans Kreuz hinaufgetragen. Und das Kreuz war krass, das Kreuz war ein Folterinstrument. Jesus starb einen blutigen, qualvollen Tod. Er wurde gegeißelt, er wurde misshandelt. Und es war so krass, ja. Und wenn wir uns das anschauen und uns fragen, ja, warum so krass? Wir sehen dabei vor allem, wie gravierend Schuld für Gott ist. Das sehen wir daran. Daran, wie hart Jesus geschlagen wurde, wie hart er sterben musste. Daran sehen wir, wie krass Schuld und Sünde für Gott ist. Wir sehen darin aber auch, wie stark seine Liebe zu dir und zu mir ist. Auch das sehen wir daran. Sünde ist immer etwas, was zum Tod führt. Und deswegen hat Jesus den Tod für uns geschmeckt. Deswegen ist Jesus für uns diesen Tod gestorben. Ich möchte ein paar Bibelstellen dazu geben, die das einfach aufgreifen. Hier zum Beispiel Jakobus 1. Wer seinen Begierden nachgibt, sündigt. Und die vollzogene Sünde führt zum Tod. Römer 6. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Oder Hebräer 9. Und es gilt in der Tat, Schuld wird nicht vergeben, wenn nicht Blut dafür fließt. Und Jesus hat dafür geblutet. Und es ist echt krass, gerade für unser Weltbild, das wir haben, kriegen wir das voll oft nicht auf die Rille, ja, dass wir uns fragen, ja, warum so hart? Warum mit Blut vergießen? Warum ging es nicht anders? Ja? Und wir mögen das nicht immer richtig verstehen, aber was wir darin einfach erkennen können, ist, weil es halt einfach so krass ist für Gott und weil er so heilig ist. Wir sehen darin auch sein Herz zu uns, was er alles gegeben hat, damit er eine Beziehung zu jedem von uns haben kann. Aber schau, der Talk hier, das soll überhaupt nicht sein, dass wir nachher rausgehen und irgendwie bedrückt sind oder uns schlecht fühlen. Ja? Sondern unsere Serie ist Befreit Leben. Das soll es ausmachen nachher. Ja? Das soll es auslösen in dir. Und ich liebe es auch so sehr, wie Jesus es angeht, wenn er über Sünde gesprochen hat. Ja? Dann war es immer eine Einladung, damit zu ihm zu kommen. Jesus kam bei seinem ersten Kommen nicht als Richter, er kam als Retter. Und das ist wirklich was Gutes. Jesus hat sich voll oft aufgeregt, ja, wenn es die Leute gab, die dachten, ich bin gut genug. Ich brauche keinen Retter. Ich brauche das nicht. Da hat er sich mokiert, die Pharisäer haben sich einmal sehr mokiert darüber, wie sie Jesus entgegengestanden sind, ja, als er von diesen Sachen gesprochen hat, als er von Vergebung gesprochen hat. Weil die Pharisäer, die haben gedacht, hey, ich bin gut genug, ich brauche keinen Retter. Damit hat Gott ein Problem. Womit er kein Problem hat, ist mit deiner und meiner Schuld. Wenn wir sie uns angucken und ihm dann bringen, ist kein Problem für ihn. Dafür hat er eine Lösung geschaffen. Nur wenn wir hingehen und sagen, nö, ich habe kein Problem, da ist keine Schuld in meinem Leben, dann gibt es da einfach auch keine Hilfe. Ich möchte das vorlesen, wie das aussah bei Jesus in Markus 2. Als Jesus das hörte, sagte er zu ihnen, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Und ich finde es so stark von Jesus, das bringt Freiheit. Das bringt echt Freiheit, weil er sagt, ich bin gekommen, um Sünder zu rufen.
So, das heißt, wenn ich meine Schuld sehe, wenn ich das sehe, was ich falsch gemacht habe, dann brauche ich mich nicht verkriechen, dann muss ich es nicht verdrängeln, sondern ich kann hören, Jesus ruft mich und er hat eine Lösung für mein Leben. So, stell dir mal kurz vor, das hier wäre eine wunderbare, schöne, grüne Wiese, ja, unberührt und schön. Aber jetzt kommt da sowas. Danke, Uli. Hey, mal Applaus für unseren Müllmann hier. Danke, Uli. Nehmen wir mal an, diese Müllsäcke hier. Jeder Sack steht hier einfach für Sünde, für so einen Sündenhaufen. Ja? So, wir haben eine schöne Wiese. Aber jetzt kommt hier das erste Paket Schuld. Und dann ist die Sache einfach die, wenn wir nicht hingehen und damit handeln, dann bleibt dieser Sack stehen. Und die Wiese sieht nicht mehr so gut aus. Und manchmal denken wir auch so im Leben, ist ja nur ein Sack. Ist ja nur einer. Aber die Wahrheit ist, Sünde ist etwas, was halt permanent geschieht. Was immer wieder kommt. Und dann kommt hier schnell ein zweiter Sack dazu. Und dann noch ein dritter. Und auf einmal ist unser Leben zugemüllt. Aber nicht frei. Nicht das, was Gott sich für uns wünscht. Und die Frage ist einfach, wie handeln wir jetzt damit? Was macht man mit diesen Dingen? Ich meine, was passiert, wenn Müll rumsteht? Jawohl, er fängt an zu stinken. Ja? Und niemand will, dass sein Leben stinkt. Das will man einfach nicht, ja? Und was die Bibel sagt, ist, Jesus hat unsere Schuld ans Kreuz hinaufgetragen. Die Bibel sagt, er hat den Schuldbrief gegen uns ausgelöscht. Das bedeutet, in Kurzform, was auch immer an Schuld in unserem Leben ist, du nimmst es und du gehst damit zu Jesus. Und Jesus ist da, wo du bist und mit ihm redest. Da ist er einfach. Und dann kannst du ihm das bringen und sagen, Jesus, hier ist meine Schuld. Und ich bitte dich um Vergebung. Was du auch machen kannst, ist, du kannst deine Verletzung nehmen, deinen Schmerz nehmen, du kannst auch damit zu Gott kommen und sagen, Jesus, hier ist das, was mir angetan worden ist. Weil die Bibel sagt, in seinen Wunden sind wir heil. Und das geschieht immer prozesshaft. Das heißt nicht, du bist da und dann ist alles wieder gut. Ja, vergeben ist dir sofort in dem Moment. Aber Heilung ist immer ein Prozess. Vergebung ist doch nur der erste Schritt in diese Freiheit hinein. Wiedergutmachung ist ein zweiter Schritt. Wiederherstellung nochmal ein ganz anderer. Aber das ist, was Gott sich für uns wünscht, ja? Dass Sachen wiederhergestellt werden, so wie es er sich von Anfang an gedacht hat. Und wir können damit handeln. Du kannst damit handeln. Ja? Wir alle leben in Beziehungen. Und es geht so schnell einfach immer aneinander vorbei. Passiert so schnell, dass man sich wehtut. Und es dann auch nicht klein zu machen, sondern sich die Sachen anzuschauen. Schau, was auch sein kann, ist, hier ist dein Leben und du kommst auf diese Welt. Weil du musst verstehen, Sünde ist nicht einfach nur privat, persönlich, sondern hat etwas Größeres. Das ist nicht so, hier ist meine Sünde und das ist mein Problem und das ist deine Sünde und das ist dein Problem. Sondern da summiert sich auch was. Und auch im Sinne von, schau, du kannst auf die Welt kommen und da steht schon so ein Sack in deinem Leben. Da ist schon Müll in deinem Leben drin. Und im ersten Moment, das klingt total unfair, ja, und so fühlt es sich auch an. Aber schau, wie ist es, wenn du zum Arzt gehst? Du hast einen Arztbesuch, vor allem wenn er dich noch nicht kennt. Was dich der Arzt fragen wird, ist Folgendes. Gibt es irgendwelche Vorerkrankungen auch in der Familie? Er wird dich über deinen Vater fragen, über deine Mutter, über deine Familiengeschichte. Und so wie es im Natürlichen ist, ist es auch im Übernatürlichen und im Geistlichen. Bei unseren Vorfahren gibt es so etwas wie Vorfahrenschuld, die sich durchziehen kann, die sich durchziehen wird, wenn wir nicht damit handeln. Und auch das ist etwas, was wir uns noch genauer anschauen wollen. Ja? Einfach mal ein breiter Pinselstrich. Auch das sind Sachen, auch die kannst du nehmen. Du kannst sie zu Jesus bringen. Du kannst aufräumen.
Ja? Und umso mehr du aufräumst in deinem Leben, umso besser haben es deine Kinder. Ja, und manchmal ist es erstmal eine Arbeit. Manchmal ist es schmerzhaft. Aber es gibt Lösungen. Und schau, diese Sache geht auch noch weiter. Das ist einmal Schuld, die wir haben oder die durch Vorfahren kommt, aber dann ist auch Schuld, die wie auf einem Land liegt, wie sie es eben summiert. Und wir als Christen sind die Einzigen, die mit dieser Schuld konkret und richtig umgehen und handeln können. Wir sind die Einzigen. Nicht, weil wir so gut sind, nicht, weil wir es drauf haben, nein, sondern einfach, weil wir Jesus haben und weil er uns ein Mandat gegeben hat, hineinzutreten in die Sachen, die nicht gut sind. Was bedeutet, du kannst auch Gott fragen. Schau, heute ist auch nicht irgendwelche Sachen aufzuzählen, damit du vielleicht eine Sünde in deinem Leben entdeckst. Das ist nicht meine Aufgabe. Das tut der Heilige Geist. Und so will ich nicht irgendwelche Sachen aufzählen, damit du vielleicht irgendwo Schuldgefühle entwickelst, ja? Sondern das ist dein Job, Gott zu fragen, wo hat es da Schuld? Und was ich mir erhoffe, auch von dieser Serie, ist, dass etwas bei uns aufbricht als Kirche, wo wie eine Bewegung entsteht, wo wir mit der Schuld handeln in unserem Leben, in unserem erweiterten Leben, aber auch mit der Schuld in unserem Land. Weil unser, ich bin erstaunt, wenn ich in unser Land schaue, sehe ich vor allem, wie geduldig Gott ist. Wie geduldig er noch ist und wie er Dinge zurückhält. Ich finde es schon krass. Ich meine, uns kann das Wasser bis hierher stehen, aber wir sind Pride. Wir sind stolz. Wir denken nach wie vor, wir können es alleine. Wir brauchen Gott nicht. Wir brauchen ihn. Und sowas entwickelt sich eben. Es spricht man auch nicht übers Knie. Aber ich hoffe so sehr, dass wir und dass Gott bei uns Menschen findet, die einstehen und sagen, Gott, wir bekennen dir die Sünde in unserem Land. Nicht nur unsere eigene, sondern auch die in unserem Land und damit aufräumen. Und im Grunde fängt es einfach damit an, dass du dir die Sachen anschaust und du redest mit Gott darüber und du zeigst es ihm. Das Großartige für uns ist einfach, Gott will immer vergeben. Gott will immer vergeben. Du wirst nicht erleben, dass du zu Gott kommst und sagst so, wow, ich habe das und das gemacht. Dann wird er dich nicht wegschicken und sagen, hey, da musst du erst noch mal eine Woche leiden. Da musst du echt so richtig bezahlen dafür. Das wird nie kommen, weil Jesus hat bezahlt. Er hat bezahlt und es reicht aus. Und deswegen wird er dich nie wegschicken. Gott ist reich an Vergebung. Und das Vorlesen aus Jesaja 55, da schlägt uns Gott auch vor, wie wir leben können. Und da sagt er, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und kehre um zum Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Er ist so großartig, er ist so gut. Gott ist reich an Vergebung, was immer wir in unserem Leben haben, er kommt damit klar. Er kommt damit klar. Aber du kannst es dir nicht leisten. Du wirst nicht damit klarkommen, wenn du diese Sachen ständig versteckst oder in deinem Leben lässt. Dann wird nicht Freiheit in dein Leben kommen, sondern weiterhin Sklaverei, bedrückt sein. Und das wünscht sich Gott nicht für dich. Und deswegen, hey, wähle ihn. Wähle Jesus immer wieder. Und sprich die Sachen an. Mach dir Gedanken, wie kann das aussehen in deinem Leben? Und zwar in diesem Monat Oktober. Frag dich, wen hast du verletzt? Frag Gott, wo siehst du bei mir das? Dann schreibst du dir vielleicht Sachen auf. Aber nimm die Sachen ernst. Es muss nicht alles heute passieren. Aber geh in einen Prozess mit Gott, wo du ihn fragst, was ist es bei mir? Was war es in meiner Familie? Kannst du mir helfen? Weißt du, Gott gibt dir dann Träume oder gibt dir Gedanken oder gibt dir eine Bibelstelle oder jemand anderes um dich herum, der dir Fragen stellt. Aber was er tun wird, ist, er hilft dir weiter. Das ist sein Versprechen. Das will er tun. Vielleicht bist du heute Morgen einfach da, heute Mittag da und vielleicht hast du noch gar nicht diese Beziehung mit Jesus. Vielleicht denkst du drüber nach, vielleicht hast du auch noch viele Fragen. Aber was ich dir einfach anbieten möchte, ist diese Gelegenheit, ihn zu wählen. Und ich möchte das nochmal anhand von vier Symbolen erklären, was eigentlich auch jetzt schon Inhalt war.
Und dieses Symbol, das erste, fängt an mit einem Herz. Gottes Liebe für uns. Und wie krass Jesus bestraft wurde, zeigt gleichzeitig, wie groß Gottes Liebe zu uns ist. So, Gottes Herz schlägt für dich. Und das zweite Symbol, ja, ist dieser Weg und diese Weggabelung. Denn wir alle sind vom Weg abgekommen. So wie wir das gerade auch in Jesaja gelesen haben, wo Gott sagt, hey, der Gottlose, verlasse seinen Weg. Was bedeutet, wenn wir auf dem falschen Weg sind, lass uns den verlassen, auf den richtigen Weg kommen. Und Jesus ist der Weg. Er ist die Wahrheit und das Leben. So, was passiert, wenn wir vom Weg abkommen? Was passiert, ist eben, dass dann Schuld in unser Leben kommt. Und diese Schuld trennt uns von Gott. Was auch in unser Leben kommt, ist Scham. Da, wo wir Fehler gemacht haben, kommt Scham auf unser Leben. Angst. Wir werden anfällig für Angst in unserem Leben. Und die Lösung ist das Kreuz. Für all diese drei Sachen am Kreuz hat Jesus die Schuld getragen, nimmt sie weg. Am Kreuz hat Jesus auch die Scham getragen, weil er starb da, nackt. Es war so ein schamerfüllter Moment und auch diese Scham hat er auf sich genommen. Und er hat es gemacht, damit bei uns wieder Ehre hergestellt wird. Denn da, wo Scham ist, entfernt sich Ehre. Aber Gott will, dass du ehrenhaft leben kannst. Und er hat auch die Ehre des Vaters im Himmel wieder hergestellt, da, wo wir ihn durch unsere Sünde entehrt haben. Und das alles passiert am Kreuz. Und wenn wir das annehmen, dann wird Jesus zu diesem letzten Symbol, zu unserem festen Anker, ein festes Fundament, das uns hilft, in Freiheit hineinzukommen. Und so, ich würde es lieben, wenn du heute hier bist und sagst, das will ich. Ich verlasse meinen Weg und wähle Jesus. Und dafür, lass uns mal zusammen aufstehen. Einfach unsere Augen schließen. Und während unsere Augen zusehen, mag ich dich einfach fragen, wenn du hier bist und Jesus in dein Leben einladen magst, dann streck doch einfach mutig deine Hand. Einfach zum zeigen, ja, Jesus, ich will mit dir leben, ich will erste Schritte gehen. Ja, sei stark. Ich sehe dich. Oh, das ist so gut, yes. Darfst die Hand gerne wieder runternehmen und ich möchte uns ein bisschen führen in so ein Gebet, wo du mitbeten kannst. Es wird bei weitem nicht alles sein, was du mit Jesus zu besprechen hast, aber es ist wie ein Anfang. Und lass uns da zusammen als Kirche beten, uns eins machen mit den anderen. Sondern lass uns beten, Jesus einladen und ihm Schuld bringen. Lass uns beten, Jesus, komm in mein Leben. Ich gebe dir meine Schuld. Und ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte, heil mein Herz. Stell mich wieder her. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass ich ab heute, ja, mach mal eins, genau. Danke, dass ich ab heute dein Kind bin. Yes, Amen, Amen, hey. Komm, lass es für die mal einen Applaus geben, hey, die diese Entscheidung getroffen haben. Das ist so kraftvoll. Und es ist echt so stark.